Hallo und herzlich willkommen zu Folge 274 von Stream Clips Germany. Ganz sicher hat die Technik gerade gar keine Probleme gemacht und alles ist richtig smooth verlaufen, denn ich bin Profi-Streamerin und mit der Reaction zu Folge 274 auch garantiert nicht zu spät dran. Also legen wir los. Und jetzt ist es wieder Zeit für Stream Clips Germany. Okay. Es ist ein wenig laut, nicht wahr? Wir machen das noch ein Tücken leiser. Ein Tücken, nur ein bisschen. Alter, warum? Blöde Kuh! Ich bin gerade. Ich hab Arme! Guckt euch das an! Ich hab Hände! Ja, ich bin sauer! Ich dachte gerade, das wäre meine Maus und war irritiert, warum meine Maus nicht reagiert, wenn ich die Maus bewege. Aber es ist ihre. Mach das da weg! Mit deinen Händen! Ich bin sauer! Ah! Am Mittwoch zum Beispiel ist wieder so viel. Oh. Warum musst du mich immer erschrecken? Du spawnst immer neben mir. Ich höre dich nicht mal, du bist übergewichtig. Man hört mich auch auf 10 Kilometer. Wie kann man denn so leise sein? Du hast Kopfhörer auf. Meintest du nicht, glaube ich, dass du montags... Ich liebe das Outfit, ne? Ist es ihre Arbeitskleidung? Ist das ihre Arbeitskleidung? Hä, sie ist Kulturkolumnistin. Sie geht bestimmt gerade auf einen Rave, um dann darüber zu schreiben. Ich wäre so gerne Kulturkolumnistin, wobei ich würde echt nicht gerne auf Raves gehen. Sie ist Kulturkolumnistin. Ja? Klar. Das ist quasi wie Carrie in Sex and the City. Knutschis! Zu lange schwarz, das macht... Okay. Ich dachte, jetzt wollen sie die Credits rollen. Okay, komm. Ah, fängt euch! Was hast du gegen Credits? Hallo, Putzi. Das deutsche Bahnticket wieder um ein paar Centaurer geworden. Das macht was mit den Leuten. Immer diese Preiserhöhungen. 10, 20, 30 Cent, ja, später ist ein Euro. Ich verstehe dich. Weißt du, was ich meine? Da irgendwann reicht's. Weißt du nicht mal, wo es hin soll? Soll ich Fuß gehen? Soll ich jetzt die Bahn nehmen? Die ist wieder zu spät? Vielleicht nehme ich doch einen E-Roller? Nee, werde ich beschimpft vom Atalahorn? Weißt du, was ich meine? Es ist ein Clinch aktuell. Ach, Putzi. Cutter! Was ist los, mein Schätzchen? Die Katze ist gegen Brutalität. Nein, nein. Marco? Die Katze möchte Aufmerksamkeit. Jetzt! Was macht Kelvin hier? Einfach schwimmen. Also, dass schwimmen, der mit seltsam schwimmen. Drauf ist, das haben wir ja schon öfters gehabt. Ey, wir brauchen einen Namen. Supermarktnamen. Nee, wir haben schon einen. Ja, Open. Ja. Oh nein, Chaosmarkt. Ja, super. Wir haben ihn Open genannt. Ach, weil Open, I see. Ich hasse dieses Spiel, ne? Dieses Spiel macht mich so fertig. Es sieht so süß aus, aber eigentlich zerstört es nur deine Seele und deine Freundschaften. Von Anussen. Was ist die Mehrzahl von Anus? Ani? Anüsse. Die Mehrzahl von Nuss ist Nüsse. Also ist die Mehrzahl von Anus Anüsse. Anusse? Ein Anus, zwei Anusse? Gibt's denn mehr? Ani. Annette. Ja, Ani, zwei Ani. Deswegen Ani the Duck. Bro, weiß ich jetzt nicht. Ah.
Yay, ich liebe. Von da unten ist ein. Das ist ein U-Boot. Ah, nee. Das ist der Schatten. Ich dachte aber auch, es ist ein U-Boot. Du bist auch so ein U-Boot. Nur weil du lieb fragst. Ich frage ganz lieb, kriege ich mein Ständchen? Wie heißt das Wort mit Doppel-T? Titte. Bitte? Ja, Streamclips Germany, eine Gehirnzelle. Also ich habe da, also jetzt mal, Chat mal, jetzt mal Real Talk. Beide Chats, Real Talk, ich habe das jetzt gerade so vernommen, dass die gute Plapper gerne mit mir eine Reitstunde machen möchte. Was? Das klingt so falsch. Oh Gott, nein. Ach, die sind gerade gemeinsam live, das ist keine Reaction, ich war voll verwirrt. Auf den Reiterhof, auf den Reiterhof. Ja, was spricht dagegen? Wäre es nicht einfach, kann ich bitte allein absteigen? Nee, geht nicht, ne? Nee, vertrau Satan, die schafft das. Was machst du denn? Ja. Drüberfahren. Ja, kommt jetzt. Oh, shit. Ja, seine letzten Worte waren vertrau. Und jetzt aussteigen, 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 aussteigen. Das war beeindruckend. Frau Lieber. Ich fühle mich echt nicht wohl hier. Ich möchte Ihnen mitteilen. Ist das seltsam, oder? Ein altes, verlassenes Herrenhaus zu betreten und nicht begrüßt zu werden? Ja, schon schräg. Es ist verlassen. Ich möchte Ihnen mitteilen. Oh Mann. Fehlt nur noch ein Kerl, der mit einer Kettensäge aus dem Keller gerannt kommt, was? Keine Sorge. Da werden mir ein oder zwei einfallen. Ohne Grund hier. Ich möchte Ihnen mitteilen, unsere dass unsere Gastgeberin wird unsere Gesichter wohl kaum als Masken tragen wollen. Ich hasse das ins Spiel, wenn die so viel reden, ne? Von Axolotl? 30 Zentimeter. So lang ist deiner. Normale Axolotl-Größe. Normale Axolotl-Größe. Also schon groß. Das sind nicht 30 Zentimeter. Nicht? Was sind 30 Zentimeter? Maike kennt sich aus. Wir spielen heute weiter Heavy Rain. Wer sich nicht erinnern kann oder nicht dabei war, gut, nicht erinnern, dann würde ich wahrscheinlich eh doch mal einen Arzt befragen, weil das war ja erst gestern, oder? Vorgestern? So viel zum Nicht-Erinnern. Ich weiß es nicht mehr. Okay. Ich erinnere mich noch, wir haben mal früher als Kind bei uns in der örtlichen Eisbehörde. In der was? Eisdiele. In der Eisdiele, meine ich. Eisbehörde. Oh Gott, imagine so eine Eisbehörde und du gehst so hin so, haben Sie Antrag 50 Schokonuss schon ausgefüllt? Tut mir leid, nein, dann kann ich Ihnen heute leider nur Vanille geben. Ja, Kugel Eis geholt. Was ist das denn, Daniel? Das ist der Name, Eisdiele ist mir nicht eingefallen. Mache ich auch immer so. Wenn mir das Wort nicht einfällt, dann nehme ich auch immer direkt Behörde. Das ist das Erste, was mir in den Sinn kommt. Die gute, alte Behörde. Here we are on Tatooine now. We are the warriors that build this town. Here we are on Tatooine now. We are the warriors that build this town from dust. Oh. Was hältst du von den neuen Updates, dass die Twitch bekommen hat? Sowas wie Guest Star. Oh, oh, da geht's die Tasche rein. Kleiner, du Dieb, du hör auf jetzt da raus aus der Tasche. Hier hast du noch einen. Ne, ne. Wow, so viel Meme-Potential. Ohne Scheiß, ne? Früher im Zoo. Genauer gesagt im Streichelzoo. Da wurde man als Kind so reingeschoben, ne? So in den 90ern, frühe 2000er, als alle so Bändel an ihren Jacken hatten. Man hatte ja dann immer so Bändeljacken an, so Regenjacken mit ganz vielen Bändeln dran, damit man irgendwelche Gummizüge eng ziehen kann. Und dann wurde man mit diesen
Bändeljacken in so einen Streichelzoo reingeschoben und irgendjemand da draußen hat sich gedacht, dass es eine gute Idee wäre, Ziegen, diesen Tieren mit den spitzen Hörnern auf dem Kopf, süßen Ziegen und Kinder in ein Gehege zu sperren und diesen Kindern dann das Futter für die Ziegen zu geben, die einfach keinerlei Schamgrenze haben, was Essen angeht. Keine. Und dann dachte man sich, wir nehmen die Kinder, die denken sich so, oh, tolle Ziegen, und schieben die mit ihren Bändeljacken und den Taschen voller Ziegenfutter in ein abgesperrtes Gebiet, damit die Eltern in Ruhe ihre Pommes essen gehen können. Und dann war man da als Kind so mit seiner Bändeljacke, an denen die Ziegen dich einfach festgehalten haben. So. Du bist da ja reingegangen, so als Stöpsel, keine Ahnung wie groß war es, so 10 Zentimeter. Bist da so mit 10 Zentimetern reingegangen, die Taschen vollgestopft mit Ziegenfutter. Dachtest dir, oh, ich setze mich da jetzt hin und dann kommt so eine Ziege und legt ihren Kopf auf meinen Schoß und ich kraul die und fütter sie so ganz leicht. Aber nein, du bist da reingegangen, die Taschen so voll mit Futter, weil deine Eltern wollten ja sicher gehen, dass du für die nächsten 2 Stunden beschäftigt bist. Und die Ziegen kamen angestürmt, 5 halten deine Bändel fest, damit du dich nicht mehr bewegen kannst, während die 6. anfängt, deine Tasche auszuräumen. Und innerhalb von 2 Minuten hattest du weder Ziegenfutter noch eine Jacke. Und wenn deine Eltern dich abgeholt haben, hast du den Anschiss dafür bekommen, dass die Jacke ramponiert aussieht. So. Warum, Mama? Warum? Und wer kam auf die Idee, dass Ziegen in diesen Zoos eine gute Idee sind? Und warum wird es heute immer noch so gemacht? Warum? Warum stecken die da Ziegen rein? Es gibt so tolle Tiere, ohne spitze Hörner. Einmal hat eine Ziege mich angesprungen, mit Kopf voraus, damit ich diese Packung fallen lasse. Und dann hat sie die Packung genommen und gegessen und das ganze Futter lag auf dem Boden verstreut. Ziegen! Ziegen! Ich hasse sie. Stimmt nicht, ich liebe Ziegen. Ziegen sind wirklich, wirklich tolle Tiere, ne? Aber Kinder und Ziegen in ein Gitter zu sperren. Scheißidee. Einfach eine Scheißidee. Einfach, man hätte Schafe nehmen können. Wisst ihr, Schafe? Flausche-Schafe. Oder Schweine. Süße Schweine. Aber nein. Ziegen. Ziegen. Warum? Es hätte so viele Tiere gegeben. So viele. Sitz immer noch in der Schule. Du kannst nicht immer noch in der Schule sitzen. Es ist 18 Uhr. What do you mean, immer noch in der Schule? Welchem Lehrjahr bist du? Also... Ich bin Lehrer. Ja, Lehrer arbeiten. Das überrascht immer wieder einen großen Teil der Bevölkerung, aber die arbeiten wirklich. Was passiert hier? Nein! Ich habe schon wieder meine Hose falsch rum an. Und ich wundere mich, warum die runterrutscht. Ich habe hinten ist vorne und vorne ist hinten. Och. Das ist der Po. Wie kann man denn so verstrahlt sein? 3, 4, 5, 6. Warte mal, mach die Squats für Subs. Freiwillig. Chat, kommt nicht auf Ideen, das führen wir hier nicht ein. 7. Das war ein gut geteilter Sound Alert, getimter Sound Alert. Ich bin beeindruckt. 7. Guck mal, ich war in Nara und dann habe ich mir so ein richtig süßes Reh geholt. Und ich habe mir das so angeguckt und dann so umgedreht und dachte mir so, what the fuck is that?
Ja, das ist ein happischer, glücklicher, nicht happischer. Happy ist ein englisches Wort. Es wird nicht. Was ist mit dir, Liza? Ist das dieses Denglisch, über das immer alle schimpfen? Ein glücklicher Kotkrümel ist das. Das ist einfach kacki. Es ist happy kacki. Das ist kacki. Das ist einfach kacki mit einem Gesicht drauf. Und wenn du das so drückst, so, dann kommt das raus. Ich liebe alles daran. Kacki. Der ist immer, das hat er auch bis heute weg. Der ist immer schuld. Ja. Oh. Ja, Madame hat. You okay? Oh nee. Leute. Bitte stellen Sie Ihre Geräte auf leise, sollten sich Kinder oder Personen mit leichtem Gemüt in Ihrer Nähe befinden. Wir empfehlen Ihnen, Kopfhörer anzuschalten. Creepypasta Punch spricht jetzt. Es war das Sommerfest der One-Up. Nein, creepy. Nein, erzähl nicht, was passiert ist. Als zwei unheimlich attraktive Menschen mit grünen und pinken Haaren unter den Tisch krabbelten, während ich Tekken spielte. Während sie meine Hose öffneten, stritten sie sich aber, wer anfangen darf. Das waren... Habe ich genau gesehen? Habe ich gesehen? Ich war dabei, habe ich gesehen? Und ich habe auch gesagt, Pan, grüne Haare stehen dir richtig gut und ich freue mich, dass der Erik sich für Pink entschieden hat. Ich hörte unterm Tisch seltsame Geräusche, doch spürte keinerlei Penetration an meinem Genital. Ich hörte, wie sie sich gegenseitig erwürgten im Kampf um mein Gemächt. Am Ende des Tages blieb ich unbefriedigt. Ich weiß nicht mal, was ich dazu sagen soll. Ich habe Creepy damals Raz vorgestellt mit den Worten, das ist ein ganz netter. Und jetzt sind wir hier. Und verlor zwei Freunde. Warte, wir sind keine Freunde mehr? Du siehst nicht, ich meine, du bist nicht mehr mit Pan und Erik befreundet? Befriedigt. Und verlor zwei Freunde. Also, es fühlt sich so an, wie wenn jetzt einfach so, weißt du, sich so eine Tür geöffnet hat, ne? Und jetzt einfach so mehr zu sehen ist, als vorher da war. Was? Natürlich, weil die Tür offen ist. Ja. Warme Milch. Hm. Ja. Damit die Hefe auch aktiviert. Ja, bleib aber locker. Weil wenn du dich ein bisschen ärgerst, dann merkt das der Hefe und kommt nicht hoch. Ich glaub mir, Mama. Vielleicht hat der Hefe aber auch einen wütend Kink. Bei mir kommt jeder hoch. Das sagt die zu ihrer Mutter? Das würde ich mich von meiner Mami nicht trauen. Ich überlege momentan, ob wir einfach Montag Safe Witcher machen. Mittwoch ist React-Woch. Bin nicht smart. Ich habe schon wieder vergessen zu atmen, zu reden, zu denken. Oh Mann. Fühle. Ich. Immer nach 14 Uhr. Eine Ampel, dann halten wir an. Und dann setzt die Genie sich automatisch schon neben mich und dann wartet sie ganz brav und dann wird die Ampel grün und dann zuppel ich immer so an der Leine und dann sage ich, komm mit und dann gehen wir weiter. Also das ist halt einfach so, ne? So ganz normal mein Daily Business mit Hund. Ich bin dann ein... Gut, dass sie gesagt hat, dass es sich um einen Hund handelt. Ich wäre sonst von etwas anderem ausgegangen. Tag in die Stadt gegangen und dann hatte ich Genie nicht mit dabei. Und dann bin ich in meine Lieblingssalatbar gegangen, habe mir dort einen Salat gekauft. Dann bin ich halt an der Ampel gestanden
mit diesem Salat in meiner linken Hand, stehe an der Ampel und neben mir steht noch so ein Typ. Und dann wird diese Ampel grün und dann habe ich diesen Salat so geschüttelt und dann habe ich gesagt, komm mit. Der Typ, der neben mir stand, hat mich angeschaut. Und ich glaube, der hat mich einfach für die bescheuertste Irre gehalten, die er je gesehen hat. Also, aber ich fühle das so sehr. Ich fühle das so sehr mit Hund. Oh mein Gott. Django und ich haben auch so Rituale und ich habe die auch schon mal außerhalb unserer Umgebung gemacht, also ohne Hund. Und eins ist zum Beispiel, wenn ich einen Apfel esse, dann bekommt er immer so den Apfelputzen. So das, was in der Mitte übrig bleibt. Ne? Dieses, das Apfel-Dingsi in der Mitte, das Kerngehäuse. Das kriegt er immer. Und ich war mal als Betreuerin auf einer Jugendfreizeit und lag da so und habe so meinen Apfel gegessen in diesem Doppelstockbett und lag so unten und wir haben uns gerade so auf den Tag vorbereitet. Ich esse so meinen Apfel und halte den so runter, so aus dem Bett raus und pfeife, weil das ist halt immer das Kommando, dass er jetzt seinen Apfelputzen bekommt. Und dann warte ich und nichts passiert. Und dann war ich traurig. Ich wüsste, wo mein Speer ist, ne? Oh mein Gott, jetzt hab ich dich getroffen! Mann, was sagst du denn? Ich bin fast tot! Wir haben voll Stoff. Wir nutzen dann die Sollbruchstelle hier aus, die ich eingebaut habe, hier. Die reißt ab. Wir machen Freshen Looping. Wir sammeln mit dem Heck ein. Dann werden wir von der Brücke abgefedert, von einem Stück, vorne. Dann bleiben wir liegen, warten aber noch ein Stück. Ja, warten nochmal auf den abgefederten Sprung von der Brücke, den wir selber noch angesetzt haben, durch kinetische Energie von unserem Fahrzeug. Machen einen kleinen Dotz, upp, macht's. Dann verabschiedet sich die Brücke wieder und wir geben volle Möhre. Und ab geht die, hier, zum Schaf geht's hin. Ich kann nicht glauben, dass das funktioniert hat. Ich bin ja froh, dass ich so einen kleinen hab. Okay. Ich trinke schon mal so einen Schluck. Und dann sehe ich kein Trinkwasser. So, und jetzt aber, jetzt pass auf. Jetzt ist mir gerade aufgefallen. Hier steht kein Trinkwasser. Okay, wir gehen auch weiter. Nein! Nein, 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 nein. Hier steht jetzt Trinkwasser. Was macht denn anders zu dem? Andere Leitungen oder I don't know? Wartet mal, guckt mal. Guck mal. Oh. Ja, guck mal, wie glücklich er ist. Oh. Glückliche Tiere sind das Beste auf der Welt. So, kleines Flauschi. Du schaffst das, Katze! Oh mein Gott, she Ich kann auch Türen aufmachen. Sieht bei mir nicht ganz so elegant aus, wirkt aber Wunder. Was? Oh, okay. Hallo? Hi. Hallo? Hallo? Oh, okay. Okay. Wie viele Leute sie mit dem Game wohl gekriegt haben? Machen wir hier auch. Die gönnen da oben rein. Dann machen wir hier 10 von. Oh, sie schleicht sich an. Schockstarre. Wie bei so einem Reh auf der Straße. Toilette. Toilette. Ein Ring der Macht. Okay. Oh, okay. Oh.
Was ist das für ein Spiel? Es war eine gute Serie. Ich mochte Two Girls, One Cup. Was? Okay, no kink-shaming. Das hier ist ein kink-offener Platz. Silikon, danke. Fisch. Silikon-Spielzeug. Ja, warte mal. Dann machen wir mal... Was sucht sie? Oktopus. Silikon. Tentakel-Oktopus-Silikon. Oh, scheiße! So, dafür hat man so eine Taste? Da kann man direkt sagen, oh nein. Oh, das ist aber jetzt obszön. Hallo Lava-Phantom. Auf twitch.tv kommt heute der Daddybär. Wir spielen eine Family-Runde Fortnite. Würdest du bitte zugucken, damit Papa wenigstens einen Zuschauer hat? Dankeschön. Wunderbar. Schön. Wie nett. Kinder sind so brutal. Deswegen hat man die mit Ziegen in ein Ding gesteckt. Das ergibt so viel Sinn. Man wollte eigentlich die Ziegen bestrafen und nie die Kinder. Ibiza, Malle? Warte, ich... Oh mein Gott! Malle ist eine spanische... Ich dachte, Malle ist eine deutsche Insel. Das denken viele. Weil da ist doch der Ballermann. Haben wir nicht, als die Engländer nach Amerika kamen und die Ureinwohner vertrieben haben, haben wir Mallorca nicht zu unserem gemacht inzwischen? Kannst du euch erzählen, da ist doch inzwischen so viel deutscher Urin und Pisse und Kotze drauf, die haben wir doch markiert. Das mein Hund stimmt dir zu? Meins! Das unseres jetzt! Mein Hund stimmt dir zu? Ich pinkel deswegen auch seit Wochen schon in den Garten meiner Nachbarn, weil ich hoffe, dass er dann irgendwann mir gehört. Bisher ohne Erfolg. Die Blumen sind ein bisschen eingegangen. Aber ich gebe mein Bestes. Ah! 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 Du bist gefallen. Easy Game, Freunde. Ich muss gestehen, ich habe das schon ein paar... gefühlt 100 Mal durchgespielt. Du wirst sterben. Man stirbt immer, wenn man sowas sagt. Ach, Krampf. Oh mein Gott, Krampf. Ich dachte jetzt ernsthaft, jetzt geht jemand hin und macht auch wie ich so den Schwabbelarm. Kennt ihr den Schwabbelarm? Ich mach das einmal für euch. Ich mach das danach nie wieder, okay? Okay. Mach euch einmal den Schwabbelarm. Das ist der da. Das ist, wenn du richtig fett bist, dann kannst du den Schwabbelarm. Dann kannst du hier so richtig das Fleisch durch die Gegend schwabbeln. Ich bin viel beeindruckter, was dein Kopf macht, bin ich ehrlich. Ihr habt betonte Muskeln, ich habe sounderzeugende Schwingungsarme. Als ob ich betonte Muskeln habe. Also wenn die Waffen einer Frau... Ich bin unbewaffnet. Verdammt! Ich habe zwar nicht die Waffen einer Frau. Dann nehme ich halt echte. Ist gar kein Problem. Ich glaube nicht daran, dass mein Körper meine Waffe ist. Ich glaube nicht daran, dass mein Körper deine Sache ist. Grüße gehen raus an Jennifer Rostock mit dem großartigen Song Hengstin. Das sind meine 2 Cents dazu. Symbol hier, Matchsuche wurde erweitert, dann aufklappt, dass dann was passiert. Also Yves sagt immer, iss Fisch, wenn du Fisch essen möchtest, iss Fisch, aber weil ich weiß, dass sie sich davor, Herr Ekel ist falsch. Also ich würde dann keine Küsse, ich bekomme auch so keine Küsse mehr. Moment mal, ich kann Fisch essen, so viel ich will. Ich werde so oder so nicht geküsst. Okay, das klingt, als hättest du Redebedarf. Ciao. Wollen wir da mal hingehen? Hingehen oder... Fahren, würde ich sagen. Was bin ich? Okay, ja, ist okay.
Oh oh. Es treibt sich hier illegal rum. Oh, 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 Tobi, warte. Wisst ihr noch, als ich vorhin von der One-Up-Weihnachtsfeier sprach und gesagt habe, ich habe mich gefreut, dass Erik sich zu den pinken Haaren getraut hat? Das war der gelogene Teil der Geschichte. Erik war der mit den grünen Haaren. Das gibt's doch nicht. Nummer eins. Hä? Ach so, das ist eine Statue. Nee, egal, nehmen wir mit. Weißt du, an dem Zeitpunkt bin ich nicht einmal mehr wütend, sondern nur noch enttäuscht. Bist du nach links? Bist du nach links? Aber hier geht, ist auch schon eine. Wie geht Scanner? Ja, nein, ich hab meine Waffe. Bitte komm schon, töte mich nicht, weil ich dumm. Was ich aber rausgefunden habe, und das ist echt witzig, wenn man in die Kamera... Das war nicht geplant. Aber das ist mein Humor. Womit wir wieder zu den Streichelzoos und den Kindern und den Ziegen kommen. Wisst ihr, wie viel Ziegen scheißen? Ich war oft in Streichelzoos, ich weiß das. Nein, bei euch. Ein Thema, das ich nicht verstehe und ein Thema, das mich auf öffentlichen Toiletten so anekelt. Welche Monster? Welch allein, wenn ich darüber nachdenke, was für Monster unter uns Menschen weilen, ne, da will ich ja gar nicht mehr mein Haus verlassen. Chat. Ich weiß nicht, ob es das Ding nur auf den Damentoiletten gibt, aber was bist du für ein Monster, wenn du eine öffentliche Toilette benutzt und den Klodeckel runterklappst, dafür, dass ich den Scheiß dann auf... Warum machst du sowas? Klappt man in einer öffentlichen Toilette den Klodeckel runter, dafür, dass ich den dann anfassen muss und aufmachen muss? Nein, auf gar keinen Fall. Aber weil wir Arschlöcher sind, machen wir das jetzt. Da ist jemand aufs Klo gekommen. Karma! Das war... Mann, nein! Don't do it! In. Don't do it! In. Don't do it! In. Was? 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 Und da kam eine Frau rein und pinkelte ins Pissoir, weil es so voll war bei dem Frauenklo. Ja. Da dachte ich mir, okay, Respekt, so viel Mut musst du haben. Nee, sie setzte sich tatsächlich rückwärts. Also nicht raufgesetzt, ja, aber so das ich auch rückwärts schon. Genau, so ran. Genau dasselbe Bild habe ich auch schon gesehen. Exakt das. Ja. In Wuhlheide. Ja, genau. Es war auch Wuhlheide, witzig, Digga. Es ist einfach dieselbe Frau. Waren wir zur selben Zeit auf demselben Klo? War ein Ärztekonzert. Das ist schon sehr witzig. Das hier. Ist sehr witzig, weil das war bei mir auf einem Ärztekonzert. Nein, was? Ich verarsch dich nicht, Dicker. Oh, sie sind schon sehr lange Pissbuddies und wussten nichts davon. Oder es gibt eine Frau, die sehr, sehr leidenschaftlich bei Ärztekonzerten in der Wohlheite in Pissoirs pinkelt. Oder Frauen, die auf Ärztekonzerte gehen, pinkeln statistisch häufiger in Pissoirs. Ist auch schon lange her. Wie lange ist das bei dir ungefähr? Also ich würde schätzen 10, 11, 12 Jahre. 10, 12 Jahre. Digga, come on. Was? Was? Wurde das mal aufgeklärt? Kannten die sich da schon? Oder kannten die sich noch nicht? Ich stelle mir das so vor, wie sie damals einfach so rechts und links von dieser ins Pissoir pinkelnden Frau standen. Beide komplett irritiert und Jahre später treffen sie sich dann da wieder. Jetzt fehlt nur noch, dass diese Frau auch auf Twitch streamt. Das wäre so schön. Da kannten sie sich noch nicht, I see. Der Pachio 0,83? Nein, ich hab... Hey, ich wollte 0, war das falsch? War das falsch? Ich habe ja niemals eine Nymphe getroffen. Schniff. Ich weiß nicht einmal, was sie den ganzen Tag lang so treiben. Hm. Buchhaltung. Hauptsächlich Buchhaltung. Vielleicht mach... Vielleicht machen sie ihre Steuer
Erklärung. Ah, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Hey, Leo. Leo. Ja? Soll ich was Lustiges machen? Du sprengst mich nicht in die Luft. Oh. Was ist das für ein Spiel? Tim, nein. Oh Gott. Okay. Kann die Tür bitte einfach sich verhalten wie eine Tür? Danke. Normales Türverhalten. Warte mal. Wir gehen hier rein. Das ist die versteckte Wand, Leute. Das ist einfach die versteckte Wand. Du kannst rausgehen. Aber du kommst nicht wieder rein. Magie. Wait. What beats rock? Das müssen wir mal eben testen. Razortainment. Go. Beats rock. Nice. Next. What beats Razortainment? Ist es Creepypasta Punch? Da steht Creepypasta Punch. Da muss man richtig geschrieben werden. Creepypasta Punch. Okay, gut. Creepypasta Punch does not beat Razortainment. Razortainment sounds like a high-energy entertainment event. Why Creepypasta Punch is just a weird internet thing. The crowd goes wild for Razortainment. Ich bin Crowd. Das sieht gut aus. Oh, das sieht gut aus. Maus. Das tust du. Schädel? Ach, können wir nicht mitnehmen. Erstmal die Maus geköpft. Guck mal. Raum geschafft. Hä? Hä? Einfach. Willst du mich verarschen? Entschuldigung. Ich hab's gleich. Ich will das nochmal sehen. Können wir darauf achten, wie triumphal er guckt? Achtet auf sein Gesicht. Hä? Dieses stolze Einfach. Lächeln. Willst du mich verarschen? Also, ich arbeite nicht. Warte. Warte. Das ist der Moment, wo er realisiert, oh no. Oh no. Willst du mich verarschen? Also, ich hab's gleich. Warum lache ich so sehr, wenn ich Funk scheitern sehe? Ey, das sind jetzt viele Jahre angestaute Horde-Gefühle, in denen dieser Typ meine Storylines komplett ruiniert hat, die sich hier entladen in dem triumphalen Moment. In dem Funk verkackt hat. Okay. Geh wieder. Ich arbeite nicht 24 Stunden am Tag. Ich habe heute 3 Stunden Nap gemacht. 3 Stunden Mittagsschlaf. Und ich bin danach immer noch irgendwie müde aufgewacht. Wenn ich nicht hätte einkaufen gehen müssen, hätte ich noch einen Nap gemacht. Hätte ich mich vom Mittagsschlaf, hätte ich mich mit einem anderen Mittagsschlaf erholt. Ich kann Mittagsschlaf nicht, das macht mich fertig, ne? Ich bin danach der ganze Tag am Arsch irgendwie. Sind wir? Warte mal, wo? Wer? Da ist Glas. Warum komme ich hier nicht durch? Ach so, ist Glas. Oh Gott! Aua! Wie klug? Wer und ein Magazin heraus und bereitet sich darauf vor, seinen Auftrag zu erfüllen. Ein Zusammenstoß in der Luft ist eine der größten Gefahren beim Fallschirmspringen. Diese Soldaten sind zum Glück sicher gelandet. Schläft er ein? Ich glaube, er ist müde. Ah! Tschüss. Arrivederci. Diverci? Wie sagt man das? Arrivederci. Ja, fast. Arrivederci.